Und willkommen zur Folge 11 zu OpenTDD. Und wir starten rein. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Folge 10. Wir haben die Papiermühle. Papier? Fabrik. Papiermühle. Okay, doch, Papiermühle. Papiermühle angeschlossen. Also, haben wir dann. Da wird jetzt Ton hingeliefert. Da kommen wir schon zwei Ton. Oder? Ja, wieso fahren die leer? Warum fahren die leer? Sind das die ersten, die ich weggeschickt habe, die leer gefahren sind? Ja, da kommt der erste Ton. Der erste Ton zu der Papierfabrik. So, dann haben wir den Ton auch mal angeschlossen und wird hingeliefert. Jetzt werden wir mal, der ist fertig. Wir müssen das halt noch schön machen später, da werden noch Folgen kommen. Aber erstmal schließen wir schon wieder alles an. Den einzelnen nehmen wir mal. Und den nehmen wir raus. So nicht. Was, Verpackung können wir hier raus machen, oder? Dann können wir hier Verpackung losschicken. Verpackung gewesen, oder? Genau, Verpackung. Und Papier. Papier braucht die Druckerei. Und die Druckerei macht daraus dann Warenpost. Das ist noch nicht so, dass wir das brauchen. Was wir brauchen, ist Verpackung. Und wenn wir ein bisschen Verpackung rauskriegen, wo wir die Nahrungsmittelindustrie braucht, Verpackung. Genau. Oder die Milch. Und die Fischereihafen braucht Verpackung. Richtig. So. Jetzt haben wir noch Kopfhörer auf, dass man Musik hören kann. So. Ja. Dann bauen wir es mal aus. Hier könnten wir eigentlich noch schnell ein Nebengleis bauen. Ja, komm. Nee, nee, nicht. Das funktioniert. So. Dann haben wir hier noch mal ein Nebengleis. Was? Dann bauen wir das hier weiter. Wir brauchen jetzt noch die Senkung. Und kommen. Da eins rein, da eins. Da einer rein. Da kommt einer rein, da kommt einer rein, da kommt einer rein. Dann geht es nach oben. Ja, und ja, gut ist, was ich mache. Ja, und dann machen wir den 3 raus. Der raus. So, die schon mal verbunden alles. Das ist also nicht so viel Betrieb da oben, dass ich noch schnell meine AIDS-Verbindung da oben reinbauen kann in der Strecke. Die Züge ja voll anhalten. Ist gerade unterwegs, dann halte ich kurz mal an. So.
Ich muss das ganz groß machen. Vier einzeln mehr hier drinne und jetzt da rein mal wieder hin. Hier wieder fahren. So haben wir das auch erledigt. Was machen wir jetzt da für Wegpunkte hin? Machen wir so hin. Ja, sieht schon cool aus. Obwohl es so bestimmt keinen Unterschied macht. Noch einer vor. So. Sollte es passen. Nehmen wir hier raus. Mit dem Abzweck rein. Hätte ich Züge kaufen können. Das stimmt. Die Züge fahren ja weiter. Dann machen wir hier. Legen wir auf die erste Gleise. Den ersten Verpackungszug. Dann nehmen wir den. Hier. Mit Verpackung. Oh, was sind denn die Verpackungen? Wie viel Verpackungen brauchen die? Eigentlich nicht viel, glaube ich. Den. Nehmen wir den. Lass ihn damit fahren. Dann fährt er da drüber zu dem Bauernhof und fährt mal erstmal zu der Molkerei. Anliefern. Und dann wieder zurück. Und das. Hör mal. Dann machen wir noch eine Verpackung. Also ich habe noch keine Signale gesetzt, deswegen braucht er so lange. Da raus. Dann machen wir den auf rechts 2 Bahnhof und dann schicken wir den zum Hafen. Er fährt dann da drüber und dann wieder zurück.
Wir hier das auch noch vollladen. Wir vergessen einzustellen. Ändere zu ist schon. Ändere zu schon. Da hinsetzen. So. Und jetzt müssen wir hier noch und bringen wir ja schon her. Und bringen wir her. Jetzt müssen wir noch Holz herbringen. Und Holz wollten wir. Diesen Vierer Holz. Genau, hierher. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Wie kriege ich die ganzen vier? Wo ist die ersten PKWs oder LKWs dahin fahren? Oh, das sind schon große Vorkommen an Holz. Ja, geht auch weg. Wir braucht denn so viel Masten? Ich weiß gar nicht, warum das Spiel so viel Masten eingeführt hat. Für was? Muss ich mal nachlesen, warum sowas überhaupt. Was den Sinn in diesen Dinger drin. Hier ist auch noch eins. Das ist mal keine Frage, wie es aussieht. Das können wir so lassen. Jetzt kommen die Füße halt keine Sinn mehr, aber das ist mir egal. Wie machen wir das? Wie bauen wir das an? Und so kurze Züge vom Kurzverkehr zum einen Bahnhof und der Bahnhof fährt es dann runter. Oder machen wir PKWs? Ich jetzt sage PKWs, machen wir mal die 120 asphaltierte Straße. Das ist die richtige, die ich immer sonst nehme. Das ist die, die ich jetzt hier hinsetze. Fahrzeug. Holz.
Kapazität. Habe ich hier einen, der kann 100 Tonnen Holz bauen. So viel. Hier machen wir mal die 80er Strecke. Nur 80 Tonnen fahren. Dann will ich mir hier ein Er kann 102 fahren. Also Betriebskosten von 1636, oh, mein Handy sagt. Wie baue ich das? Bin ja dafür, wenn wir einen kleinen Zugbetrieb machen, wenn wir 100 machen, haben wir 1,2. Dann machen wir 5,5. Wenn wir einen 6er Bahnhof machen, dass er nicht so groß wird. Wir versuchen es mal. Das fehlt mir jetzt so ein Zug. Weil ich müsste ja, wenn ich das mache, müsste ich jetzt. Hier unten müsste ich immer 4 PKWs fahren lassen. Wird aber auch gehen. Dann haben wir wenigstens nochmal so LKWs. Denke mal, PKWs. LKWs im Betrieb. Haben wir mal eine Strecke. Die fahren hier rein. Geh ich mal Abzweigung drin ist. Das ist so. So machen. Dann müsste ich denen sagen, er geht hier raus, da rein. Das ist überleitend dann. Ich brauche ist eine andere Frage. Müssen wir vielleicht hier.
Da so rausfahren, dann wo brauche ich den Bahnhof hin? Drei Städte im Weg. Was sind drei Städte im Weg? Müsste ich hier raus? Hier rüber? Dann ist die Stadt im Weg. Müsste eigentlich hier raus. Die fahren also. Wenn ich einen 20er mache, kann ich nichts mehr anschließen. Ich bin 10. Mein 13er Feld. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei 6er Züge. Mal weg. Komm wieder dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe die Schalter vergessen. So, jetzt passt. Du brauchst eine Brücke und du brauchst eine Brücke. Das braucht da noch einer hin. So, dann brauche ich da ein und da ein. Lang. Es tut mir gerade sehr leid, dass ich das abreißen muss, aber also. So, also er muss ja noch hier auffüllen, damit es ein bisschen komischer aussieht oder ein bisschen nicht so, dass ich das geplant habe. Ein bisschen so, dass es natürlich aussieht, das sieht ja nicht natürlich aus, aber es ist egal. Das hier sieht ein bisschen. Es ist ein Regelbetrieb drin. So, pausieren,
Die Nadel mal weghauen. Wieder die Abzweigung hier bauen. Na komm. Hier, 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 vier. Rein. Das Gleis, das Gleis, das ist den Tunnel auch, und dann könnte ich schon wieder fahren. Muss halt nur die Signale wieder reinhauen. Du musst da weg. Du musst da weg. Da kommt das Signal hin. Da kommt kein Signal hin. Das Gleis kommt dann auch weg. Dann kommt da noch ein Signal hin, kein Bahnhof. Mist. Dann haben wir das auch fertig. Die Zeit für die 11. Folge. Noch 4 Minuten. Haben wir noch den Bahnhof fertig? Und schnell den Bahnhof noch fertig und dann. So. So, das hier kann man hier eigentlich auch weglassen. Muss ja nicht so sein. Oder ist das gleich gerade? Selbst wenn ich so sieht, wollen wir die bestimmen, wo sie reinfahren? Ja, oder? Alles fertig. Dann können wir hier schnell ein Gleisanlage bauen. Damit wir die Züge kaufen können. Dann müssen wir uns gleich mal den Verkehr da oben. So, dann haben wir das soweit fertig. So. Müssen wir uns überlegen, wie wir den Bahnhof hier bauen. Gehen wir hier raus. Können wir hier sagen, das Feld muss hier reinfahren.
Ne. Genau. Was können wir hier sagen? Wir schießen. Das ist nicht gut. Weil die Straßen sind abgerissen. Erstmal so. Dann schicken wir mal Fahrzeuge ab. Wir haben alle fast 100, ne? 100, 100, 100. Elektrisiert ist den hier. Vollladen. Umladen. Die Stück. Abfahren. Zug. Voll. Das ist mir aber den ich nicht gesehen. Welche krassen Dinge habe ich denn für euch gemacht? Die hier. Erst mal über den und dann öffnest du den Papiermühle. Einigen. Und hier bitte Spoiler. Genau. Nochmal wie die Folge 11, ein Wald angeschossen, den Zwischenbahnhof für Wald, ein Umschlagplatz, der das dann zu der Papiermühle ja, passt. Dann danke fürs Zuschauen und schaltet wieder ein, wenn Zwergen Gaming bei OpenTTT spielen. Danke fürs Zuschauen, vergesst bitte nicht zu liken, Daumen hoch, kommentiert, egal was für Kommentare, macht. Irgendwas. Und wenn es so ein Fragezeichen ist. Danke fürs Zuschauen. Euer Zwerg.